Ich habe es in meinem Leben nie bereut, Psychiater und Psychotherapeut geworden zu sein, kann mir wirklich keinen anderen Beruf vorstellen. Es hat immer was mit zwischenmenschlichen Begegnungen zu tun und da ich mich besonders für Persönlichkeitsstörungen interessiere, kommt es auch immer wieder vor, dass Patienten auch mir gegenüber misstrauisch sind, zweifeln an meiner Loyalität. Und ich habe mit einem Patienten über 4 Jahre gearbeitet und noch im zweiten Jahr war der Überzeugung, ich würde mich eigentlich gar nicht für ihn interessieren. Ich würde hinter seinem Rücken über ihn lästern, mich lustig machen. Und das aufzulösen, ihm zu zeigen, dass das Teil seiner Problematik ist, das hat uns die weiteren 2 Jahre beschäftigt und hat zum Glück dazu geführt, dass er dort wirklich Fortschritte machen konnte. Aber dieses persönliche Involviertsein mit Patienten, dass man selbst Teil deren Problem wird und das auflösen kann, ist für mich nachhaltig faszinierend.